Ey, ich habe gehört, es tut Pflanzen voll gut, wenn man mit ihnen redet. Alles klar, dann gehe ich mal das Unkraut anschreien. Jetzt seid mal ehrlich, das war so ein richtiger Knaller, so auf das Thema Gartenarbeit und so. Ja, war cool, oder? Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe der Fitness Basics in der Gesundheitswelt in Vilmar, und ich möchte heute alle von dem Gedanken befreien, dass Spazierengehen oder Gartenarbeit Sport ist. Regelmäßig darf ich hier bei mir in der Gesundheitswelt neue Trainingsinteressierte begrüßen, und im Verlauf von so einem Probetraining sollen die Trainierenden dann so eine Art Anamnesebogen ausfüllen und dort einmal aufschreiben, was sie so für Leiden haben bzw. was sie so für Trainingserfahrung haben. Und nicht selten ist dann in diesem Feld, wo drin steht, haben Sie bereits irgendwelche Erfahrungen mit Fitness gemacht oder sind Sie derzeit sportlich aktiv, steht dann quasi dort drin, ja, ich mache Gartenarbeit oder ja, ich gehe zweimal die Woche spazieren. Und ist das aber tatsächlich eine sportliche Betätigung oder hat das irgendwas mit Training zu tun? Schaut beim heutigen Video ruhig bis zum Ende durch, denn nachdem wir uns um das Spazierengehen und auch um die Gartenarbeit gekümmert haben, werde ich euch aufklären, was bei Liebschauen Bracht, einem ganz, ganz großen Kanal hier auf YouTube, was im Grunde dort gesagt wird und warum das auch nicht richtig ist. Schauen wir uns zunächst einmal die Gartenarbeit an. Durch unsere Fokussierung nach vorne über unsere Augen auch und auch über unsere Hände ist es so, dass wir in der Gartenarbeit immer nach vorne arbeiten und ganz, ganz häufig auch nach vorne gebeugt sind. Wenn wir jetzt schaufeln oder irgendwie Unkraut jäten oder irgendwas in der Art machen oder wenn wir schneiden, die Fokussierung bei der Gartenarbeit ist immer nach vorne. Es ist ja nicht so, als würden wir im Grunde bei der Arbeit genau das Gleiche machen. Wir telefonieren, oder die meisten, die auch heutzutage auch eine sitzende Tätigkeit haben, sind sowieso schon von der Orientierung her und vom Fokus sowieso immer nach vorne gerichtet. Und wenn wir uns anschauen, dass wir im Grunde dann in der Freizeit auch wieder nach vorne geneigt sind und dann wieder so in dieser Position arbeiten, dann ist es natürlich klar, dass wir sagen, okay, Gartenarbeit ist zwar so eine körperliche Betätigung, aber mit Training hat das Ganze oder mit einem ausgewogenen Training hat das Ganze nichts zu tun. Nicht selten bekommen sogar die Menschen bei der Gartenarbeit einen Hexenschuss. Schauen wir uns erweitert bei der Gartenarbeit auch noch an, wie die Herz-Kreislauf-Belastung ist, muss man sagen, würden wir euch jetzt so ein Herzfrequenzgurt anziehen lassen dabei, würden wir wahrscheinlich feststellen, dass Gartenarbeit auch vom Herz-Kreislauf her keine wirkliche relevante Trainingsleistung ist. Wir fühlen uns zwar insgesamt angestrengt, also wir kommen vielleicht sogar ins Schwitzen, oder wir denken auch manchmal, oh, unsere Rückenmuckis, die sind jetzt schon angestrengt, ich habe jetzt was geleistet, aber tatsächlich hat das mit Sport, wie schon gesagt, nichts zu tun. Eher im Gegenteil, ganz häufig muss ich Trainierende, die zu mir kommen und die sagen, oh, ich mache viel im Garten, muss ich eher wieder aufrichten. Das heißt, wir müssen die auch quasi auf dieser Position wieder aufrichten, wir müssen sie groß machen, wir müssen eher vorne ein bisschen öffnen und müssen vor allem Rückenstrecker, Gesäßmuskulatur, wir müssen Brustwirbelsäule öffnen und wir müssen die Leute eher wieder in die Aufrichtung bringen, denn das nach vorne arbeiten ist eher kontraproduktiv. Sehr häufig habe ich auch diese leichte Dysbalance, dadurch, dass wir immer auf der einen Seite deutlich stärker sind, und häufig haben wir immer auch immer das gleiche Bein vorne. Und wenn wir zum Beispiel schaufeln oder irgendwas in der Art machen, haben wir auch immer diese Seitendynamik, die sich dann sehr, sehr festsetzen kann. Und nicht selten haben mich Leute, die nach der Arbeit, nach der Gartenarbeit auch irgendeine Art von Verschiebung im Iliosakralgelenk haben. Also zusammengefasst, bitte, 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 Gartenarbeit hat nichts mit Training zu tun, auch wenn wir uns da angestrengt fühlen. Es ist wichtig, dass wir sogar eher Übungen machen, die Wirkung von Gartenarbeit eher aufheben. Schauen wir uns im nächsten Schritt einmal das Spazierengehen an. Beim Spazierengehen ist es zumindest so, dass wir hier sehr, sehr schön aufrecht und gerade sind. Diese gebeugte Position, die wir häufig im Alltag haben, ist dort aufgehoben. Der menschliche Körper ist im Rahmen von unserer evolutionsgeschichtlichen Entwicklung im Grunde darauf ausgelegt, mehr als 20 Kilometer am Tag zu gehen. Also ist das schon mal gar nicht so schlecht. Würden wir jetzt beim Spazierengehen so ein Herzfrequenzgurt anziehen, würden dann so eine Uhr haben und würden das immer kontrollieren und würden uns anschauen, okay, wie intensiv ist das Ganze, muss man sagen, dass die meisten Trainierenden keinen trainingsrelevanten Reiz durch das Spazierengehen setzen.
Würden wir beim Spazierengehen tatsächlich so einen Brustgurt anziehen und würden dabei die Herzfrequenz kontrollieren und würden uns anschauen, okay, wie anstrengend ist das Ganze, dann würden wir wahrscheinlich feststellen, dass wir beim Spazierengehen noch nicht mal in irgendeiner Art und Weise einen trainingsrelevanten Reiz setzen. Zusammengefasst kann man auch beim Spazierengehen sagen, zumindest ist es eine natürlichere Position als die Gartenarbeit. Also Spazierengehen ist zumindest aufrecht und gerade und so, tut uns an sich eigentlich soweit ganz gut. Was aber wichtig ist, damit das einen trainingsrelevanten Reiz hat, müsste das Spazierengehen deutlich intensiver sein. Das bedeutet, wir müssten aus dem Spazierengehen in ein Walken kommen, mindestens ein Walken, eventuell sogar ein Nordic Walking, und dann natürlich müssten wir auch versuchen, sogar vielleicht irgendwie mal zumindest mal intervallmäßig ein kleines bisschen schneller zu gehen oder sogar vielleicht ein kleines bisschen zu joggen. Zumindest für meinetwegen für 30 Sekunden zumindest mal anfangen zu laufen. Ja, oder dann, wenn das meinetwegen 30 Sekunden lang klappt, dann vielleicht sogar auf eine Minute hochgehen. 2 Minuten gehen, 1 Minute joggen. 2 Minuten gehen, wiederum 1 Minute joggen. Zumindest, dass wir irgendeine Art von Steigerung haben und zumindest, dass wir schauen oder dass wir sehen können, dass unsere Herzfrequenz, dass die Herzfrequenzbelastung nach oben geht, sodass es tatsächlich ein Trainingsreiz für den Körper ist. Wie schon am Anfang des Videos angekündigt, möchte ich auch gerne was zu der Philosophie von Liebschorn Bracht sagen. Zunächst einmal, wer Liebschorn Bracht nicht kennt, das ist einer der größten Influencer, oder der ganze Kanal beschäftigt sich mit dem Thema Gesundheit, vor allem Rücken, mit gesundheitsrelevanten Fragen und hat jetzt mittlerweile sogar weit mehr als 1 Million Abonnenten und hat sehr, sehr großen Einfluss auf viele Trainierende, vor allem viele Leute, die mit Rückenschmerzen oder mit anderen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen haben. Was ich dabei sehr, sehr schade finde, ist, dass das Training, also die Trainingsbelastung an sich oder auch das Krafttraining oder Ausdauertraining dort ein bisschen zu kurz kommt. Häufig sehen wir irgendeine Art von Form von Faszienrollen oder Faszienmassagen oder Dehnübungen oder generell irgendwelchen Art von Übungen. Ich habe mir auch Trainingsvideos oder Übungsvideos, ich glaube, da gibt es so Sonntagseinheiten, wo dann quasi irgendein Training durchgeführt wird. Dort wird im Grunde nicht trainiert. Es sind gymnastische Übungen. Es wird im Grunde dort sich bewegt oder es wird auch sehr, sehr gezielt an gewissen Baustellen gearbeitet. Ja, was auch super ist. Ja, was man auch sagen muss, ist, wenn so viele Leute das abonnieren und sehr viele Leute das so konsumieren, muss man einfach dem auch zugestehen, dass das eine tolle Sache ist, dass anscheinend auch sich so viele Leute da abgeholt fühlen. Aus sportwissenschaftlicher Sicht würde ich aber auch einfach sagen, es ist ein bisschen zu wenig. Wir sollten den Leuten nicht das mitgeben, dass wenn wir uns auf dem Boden vielleicht irgendwie bewegen oder Dehnübungen machen oder auf einer Faszienrolle, wenn wir das Ganze machen, dass das in irgendeiner Art und Weise ein Training ist oder eine körperliche Belastung, die irgendeinen trainingsrelevanten Reiz setzt. Das Ganze steht natürlich zur Diskussion. Das wird vielleicht auch jemand auch mal anders sehen. Ihr könnt das gerne in die Kommentare schreiben. Wie ist eure Meinung? Findet ihr, Liebscher und Bracht ist eine Trainings- oder der Ansatz davon, es hat irgendwas mit Training zu tun? Findet ihr, durch das Training wird ein Training oder durch diese Übungen wird ein trainingsrelevanter Reiz gesetzt? Ich finde es enorm wichtig, dass wir darüber sprechen, denn es konsumieren so viele Menschen schauen sich's an und die bekommen vielleicht das Gefühl, okay, wenn ich das mache, dann bin ich gesund oder ich lebe ein gesundes Leben. Wir haben bei den ganzen Fasziengeschichten oder bei den ganzen Faszienrolleinflüssen, bei den ganzen Dehnübungen, wo haben wir da einen Reiz auf das muskuläre System? Ich glaube nicht, dass wir bei diesen Übungen in irgendeiner Art und Weise Einfluss haben auf die Knochendichte. Ich glaube auch nicht, dass bei den Übungen irgendeine Art und Weise Herz-Kreislauf-Übungen dazu oder die Übungen dazu führen, dass wir eine Entwicklung vom Herz-Kreislauf-System haben. Ich finde es auch sehr schade, dass in einigen Videos von Liebscher und Bracht drin oder gesagt wird, dass Krafttraining irgendwie dazu führt, dass wenn wir sowieso irgendwie schon vorne irgendwie viel zu kurz sind und wenn wir dann noch die Rückenstrecker trainieren, dann wird irgendwie so der Zug auf die Bandscheiben noch größer und das Krafttraining im Grunde nur dazu führt, dass Bandscheibenschäden entstehen. Das stimmt einfach nicht.
Schauen wir uns die ganzen Trainierenden an. Ich bin das perfekte Beispiel. Ich mache mein ganzes Leben lang Krafttraining, aber so viel Gewichte, wie im Grunde durch meinen Körper durchgegangen sind, meine Wirbelsäule müsste komplett kaputt sein. Die ganzen muskulären Spannungen müssten im Grunde meine Wirbel nicht nur oder meine Bandscheiben nicht nur gequetscht haben, sondern meine Knochen, meine Wirbelkörper müssten auch schon komplett zerquetscht sein. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir uns das auch immer vor Augen halten und dass wir sagen, okay, ist das denn so richtig oder ist es das nicht? Ich hoffe, ihr konntet heute wieder ein bisschen was mitnehmen. Ich hoffe, das nächste Mal, wenn ihr in den Garten geht und euch dort betätigt, dass ihr auch daran denkt, nicht immer nur nach vorne geneigt zu sein, sondern dass ihr auch zwischendurch euch mal aufrichtet und richtig groß macht. Ich hoffe, dass ihr in irgendeiner Art und Weise zu der zum Spazierengehen oder auch zur Gartenarbeit dann auch noch irgendeine Trainingsform mit dazu wählt, welche Form es auch immer sein mag. Es muss ja nicht immer sein, dass ihr zu mir in die Gesundheitswelt kommt oder dass ihr in ein Fitnessstudio geht und euch dort irgendwie trainiert oder belastet. Es kann auch irgendeine andere Art von sportlicher Betätigung sein. Ja? Nur wichtig ist, dass ihr quasi die Botschaft mitnehmt, diese beiden Formen, die von vielen Menschen in unserer Gesellschaft als Training angesehen werden, also Spazierengehen und Gartenarbeit, sind kein Training. Ansonsten wünsche ich euch alles, alles Gute. Bleibt gesund, bleibt fit, bleibt zufrieden. Alles Gute, euer Peter. Ciao.